zuordnen. Zum Beispiel der Dr. Erwin Fischer von E.ON. Im Hauptberuf ist er technischer Leiter der Atomkraftwerke ISA 1 und ISA 2. Was der wohl auf seine eigenen Fragen geantwortet hat. Die Atomindustrie hat sich selbst geprüft. Der Bericht der Reaktorsicherheitskommission ist absurd. Der gehört ins Altpapier. Na Chris, du wolltest das Schoki teilen. Eigentlich liegt die Atomaufsicht ja bei den Ländern. Doch von Aufsicht kann man in Niedersachsen ja wohl kaum sprechen. Grohnde, Lingen, Unterweser, drei Atomkraftwerke gibt es in Niedersachsen. Nicht labern, McAllister, sondern stilllegen. Alle drei sind gerade nicht am Netz. Und so muss das auch bleiben. Ja. Stattdessen lässt sich der Umweltminister Sander heute in der Hatz zitieren: Fachlich können wir die Abschaltung des Atomkraftwerks Unterweser gar nicht begründen. Wer sich um nichts kümmert, kann natürlich auch nichts begründen. Nehmen Sie die Atomaufsicht endlich wahr und legen Sie die drei Atomkraftwerke still. Das Atomkraftwerk Grunde ist gerade in Revision. Das heißt, Brennelemente austauschen und ein paar Sachen reparieren. Dabei hat E.ON festgestellt, dass zwei Brennelemente Defekte haben, sodass das Kühlwasser kontaminiert ist. Und es hat Defekte an zwei Kühlmittelpumpen gegeben. Diese Defekte sind offensichtlich so gravierend, dass die Revisionszeit von E.ON 2 Wochen verlängert werden musste. So sicher kann das wohl nicht sein. Ich hatte vorhin schon mal die Batterien in Fukushima erwähnt, die irgendwann leer waren. Da möchte ich euch einen Satz aus dem wunderschönen, eben zitierten Bericht der Reaktorsicherheitskommission zumuten. Dort steht: Die Angaben zu den Entladezeiten der Batterien sind bislang zumeist nicht ausreichend. Also die Angaben der Betreiber. Nicht ausreichend, um zu bewerten, ob sie über einen längeren Zeitraum, 10 Stunden oder mehr, laufen können. Das kann ja wohl nicht sein, dass die Betreiber nicht wissen, wie lange ihre Batterien laufen werden. Das wäre mal ein Fall für Atomaufsicht. Die 7 Moratoriums-AKWs auszulassen, ist ja schön, ist gut. Aber die anderen müssen folgen. Und nicht 2020, 2021 oder 2022. Sondern jetzt 2011. Nach Fukushima kann es nur eins geben: Abschalten sofort. Selbst die UFOs sind hier schon gelandet.